Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Plague Tale. Ja, wir zocken hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir haben ja jetzt diese lustige Kraft mit Hugo. Wir können ja jetzt Ratten steuern. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten hinkriegen. Das Ding ist, wir müssen halt ja wirklich gucken, dass wir halt im Licht bleiben, genau. Das heißt, wir müssen die ja steuern und müssen ja trotzdem wieder im Licht, weil die uns ja trotzdem noch angreifen. Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde bist. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Wir können sie aber wirklich leider nicht reinlocken, gell? Dass sie halt verbrennen, ne? Das geht halt leider nicht. Mama? Warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Na gut. Na, mal sehen, was jetzt hier passiert. Die kommt doch bestimmt irgendwelcher Müll, gell? Die lassen uns doch nicht so einfach gehen. Hab ich's gesagt? Seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet. Haltet euch.
lieber Vakula. Sie reagiert. Macht weiter. Hört auf, ihn zu quälen. Ich werde euch alles sagen, was ihr wisst. Schwächer! Du kommst! Der Junge wird schwächer! Ja! Jetzt seht ihr sie! Die Schwelle war! Überschreite sie! Nein, Hugo! Hör nicht auf ihn! Komm zu mir! Ich bin bereit zu sterben! Vergiss nicht, wer du bist! Hey, wow, bis morgen. Warum? Ja, das war jetzt gerade doof. Das war jetzt wirklich doof. Geht das wieder von vorne los? Beatrice! Ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet, nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Drück dir mal deine Eiterpicke aus. Das ist so, das ist ja widerlich, ey. Bleh. Tötet sie! Hugo, ich mach's kurz und schmerzlos! Sag deiner Mama, liebe Wohlkleider! Tu dir nicht weh! Oh nein! Hab ich ihn getötet? Nein, alles gut! Angriff! Tötet sie! Was soll ich tun? Ich hab die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten! Hört auf! Er hat doch noch ein Kind! Ich habe Angst! Nein, du hast kein Zuhause mehr! Du gehörst uns! Mach! Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. Bogenschütze. Lass mich in Ruhe. Lass mich gehen. Hugo, hör auf meine Hände. Nutzlose Nacken. Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet. Halte durch. Prima Vakula. Sie reagiert. Macht weiter. Hört auf, ihn zu quälen. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Hey! Du kommst! Der Junge wird schwächer! Ja! Verschlinge sie! Die Schwelle macht! Nein, Hugo! Hör nicht auf ihn! Komm zu mir! Ich bin bereit! Hugo! Vergiss nicht, wer du bist! Da oben! Hier, da oben! Wieso sind denn die nicht da hochgerannt? Oh Mann, oh Scheiß, du hast den ganzen Müll wieder machen. Oh nein, ich schon wieder. Ey, ich drück das jetzt aber weg. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich meine, ich guck mir das nicht 12 Mal an, gell? Also, das ist. Oh nein, hab ich ihn getötet? Tut mir leid, Hugo. Angriff, tötet sie. Was soll ich tun? Du hast kein Zuhause. Du gehörst uns. Wach! Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. Bogenschütze!
Stimme. Nur nutzlose Nein! Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet! Halt sie durch! Prima Macula! Sie reagiert! Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Zu spät! Der Junge wird schwächer! Verschlinge sie! Die Schwelle wartet! Überschreite sie! Oh, das gibt's doch nicht. Wo kommen denn die aber alle auch her? Man muss das doch aber auch gedrückt halten, weil sonst kommt die, sonst rennt die doch zu ein, oder? Das ist doch... Alter. Das geht ja wieder super los hier. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleid. Tu dir nicht weh. Das ist wirklich... Ich muss mit LT gedrückt halten. Angriff! Tötet sie! Was soll ich tun? Ich hab tun? Die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten. Ich habe Angst, ich bin du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Wach! Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. So, Beschüsse! Ich hätte schon wirklich mal loslassen und mich immer noch ein bisschen mit bewegen. Da kann ich mich besser umgucken. Ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, gell? Ja, aber ich versuch's es einfach mal so. Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Zu spät! Nun kommt! Der Junge wird schwächer! Ja! Verschlinge sie! Die Schwelle wartet! Überschreite sie! Nein, Hugo! Ach, warum denn nicht gleich so? Genug. Warum nicht gleich so? Sag doch was. Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort! Lasst ihn in Ruhe! Was wollt ihr denn noch? Viel mehr! So viel mehr! Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Warum aber nicht gleich so, gell? Warum hab ich es mir das gerade eben so schwer gemacht? Man muss sich wirklich immer erst aufregen, dann nochmal kurz konzentrieren und dann funktioniert das. Ist immer so. Und es war ja auch so. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Öko. Lass mich allein. Komm, hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Was zum Henker? Komm schon! Könntest du bitte ausgehen? Ich glaube, Roderick arbeitet im Innenhof. Na toll. Moment, was? Schon wieder zu? Ich sag's dir, das ist die Kälte. Die ist fast schlimmer als Rost. Au! Oh,
Ich spüre meine Finger nicht mehr. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los, nur Mut. Nur noch ein Tag. Nur noch ein Tag. Na, dann gehen wir mal hier hin. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von dem Problem mit der Truhe erzählen? Natürlich. Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Piss einfach drauf, ja? Das könnte Wunder bewirken. Oh, was machst du denn hier? Hugo hätte dich finden sollen. Hugo hätte dich finden sollen. Ach so, das ist das hier, sind wir hier gerade rein. Haben wir ja wieder von der Folge 10 Minuten verschwenden müssen, weil ich es ein paar Mal verkackt habe. All diese Sachen. Ich erinnere mich an jeden Ort, an jeden Moment. Sollst du lügen? Oh, guck mal, wir können ja noch was herstellen. Munitionstasche wäre natürlich was Feines. Aber da fehlt uns noch eine Träne und dreimal Dingens. So viele Äpfel hatten wir noch nie. Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Hätte er gemacht, auf jeden Fall. Der kleine Knopf. Roderick konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Na, mal gucken. Lass mich raus hier. Was? Gibt's hier wieder was zusammen? Ja, etwas. Lukas hat hier wieder die Nacht verbracht. Es erinnert ihn sicher an die Zeit, als er bei Laurentius wohnte. Lukas muss mit dem Büchersammeln aufhören. Bald liegen sie überall herum. Lukas' Gesicht, als er dachte, das große Werk vollbracht zu haben. Und Hugo. Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Du bist ein Zauberer. Bitte, wenn du weißt, wo Hugo ist, hab Erbarmen und sag es mir. Oder wache über ihn, wenn du kannst. Na, mal gucken. Müssen wir denn jetzt überhaupt irgendwo hin? Oder, also wir werden schon irgendwo hin müssen, aber wo müssen wir hin? Ach, guck. Die Suppe. Wer war nochmal dran? Melly? Nein, dafür riecht sie zu wenig nach Pfeffer. Ach, immer noch eins und noch eine Träne und einmal Leder. Na prima. Na prima.
Das, wie gesagt, das würde ich jetzt hier nicht mehr nehmen. Das wird wohl jetzt Käse sein. Das ist dann. Entschuldigung. Das wird wohl eher dann Verschwendung sein. Ich gehe jetzt wirklich eher davon aus, von den beiden. Dass ich also von denen hier, dass ich das und die hier noch ausbaue. Ach, von denen, da brauchen wir auch so viel. Ich glaube sogar 11. Nee, 23 brauchen wir hier. Brauchen wir das? Wir brauchen echt davon. Von diesen Dingsbums. Von diesen komischen. Das, was so ein bisschen aussieht wie so Gras. Brauchen wir. Hier haben wir 12, 11, 23 brauchen wir davon. Okay. Sonst das andere würde komplett passen, gell? Das andere könnte man komplett. Und wir brauchen ja eigentlich bloß noch drei was. Eins, zwei und dann den hier. Und wir haben dreimal noch Werkzeuge. Ich denke mal, wir werden noch einiges finden. Also ich denke mal, wir können sogar auf jeden Fall das und die beiden auf jeden Fall ausbauen. Das ist eigentlich wirklich so. Bosch Sache muss nicht unbedingt sein. Was, ja, was eigentlich sinnvoll ist, finde ich dann. Ich würde jetzt gerne auf dieses hier sparen, aber... Ne, wir lassen das erstmal. Wir warten erstmal, vielleicht wir kriegen noch das eine oder andere auf jeden Fall zusammen. Wir kriegen noch das eine oder andere zusammen. Die Frage ist bloß, wo müssen wir jetzt hin? Und hier ich runter. Will hier bleiben. Was? Und was wenn? Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Was ist denn hier los? Hallo, Amicia. Hey, aufs Maul? Tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hört zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Genau, pinkel mal drauf. Ja, wann immer du willst, Amicia. Ja, dauert noch kurz. Ich muss noch kurz. Na, gucke, das wollten wir noch mitnehmen. Was ist das hier? Gib das mal her. Spittel. Oh, das ist... Oh, immer noch einmal Leder, ey. Ist das jetzt einfach verschissen ernst? Lass mir immer noch einmal Leder fehlt. Jetzt endlich? Du sollst nicht drehen! Wo ist er denn? Ach, da oben schreit er rum. Ich wollte gerade sagen, wo schreit er denn rum hier? Ach, darf ich hier nicht runter, oder was? Mann, wegen diesen einmal Leder. Ist da jetzt nicht euer Ernst, oder? Und cool. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon genau. Seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Das sollte passen. So, mir reicht's. Alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst...
Geht doch! Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Ha! Probiert's mal aus! Schon dabei! Könnte so in etwa ich sein. Warte mal, von der Rede brauchen wir wie viel? 16. Okay, wir haben 19. Halt. Na, hey. Amicia, wir müssen die Feuerbecken fertig machen. Ja, ja, habe ich nicht vergessen. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss aber hier auch noch Zeug sammeln, gell? Das ist ja noch wichtiger. Nope, hier geht's zum Schrank. Das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit bist. Nein. Ah, jetzt haben wir's. Da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's. Da haben wir's. Aber uns fehlt hier unten immer noch eins, gell? Das, was wir hätten irgendwie. Was fehlt hier unten? Dankeschön. Jetzt müssen wir sowieso erstmal gucken. Wie sieht's aus? Warte mal. So. Da können wir dann die Steine wieder mitnehmen. Also wir können auf jeden Fall das schon mal herstellen. Das ist die Hauptsache, genau. Hier brauchen wir einmal so eine Träne. Hier brauchen wir noch eine, also uns fehlt. Oh, jetzt fehlt uns eine Träne und gut, und von diesen anderen, von diesem Gras, dieses, keine Ahnung, wie das heißt, ja, dieses Luminosa, also irgendwie sowas wird es schon sein. Das heißt schon irgendwie so komisch, ne? Lumiminosa. Ich würde ja gerne da hoch irgendwie. Jetzt dürfen wir da vielleicht eigentlich fast alles eingesammelt haben, oder? Na. Gehe ich zumindest ganz stark davon aus. Hier passiert doch bestimmt gleich irgendeine Scheiße, sowieso irgendeine Scheiße, gell? Weil ich kenne unser Glück doch. Warte mal, wir können ja mit denen irgendwie reden, oder? Hey, geht es dir gut? Ja, warum? Das war ziemlich heftig. Die Fußtritte? Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt, da er... Egal. Wie steht's mit dir? Oh, mir geht's gut. Mir fehlt der Knirps auch. Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Rodrik, das ist sinnlos. Es ist schon einen Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Ach, sei still. Liebste Amicia, erlaub diesem verlorenen Briganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bad, du stinkst. Welch lieblicher Minnesänger ihr doch seid. Hm, ich glaube, die wollen die wohl alle beide so, irgendwie so. Ja. Irgendwie so wird das schon zusammenhängen. Wo sollen wir denn hin? Ich soll hier vorne ran, weil hier vorne leuchtet das Ding. Amicia, ja, ne? Wir müssen die Feuerbecken fertig machen. Ja, habe ich nicht vergessen. Geht ja klar. Aber das würde ich meinen, das machen wir dann nächste Folge. Vor allem die Folge ist schon wieder rum, gell? Das geht ja so schnell.
Das geht ja so verdammt schnell hier, wie schnell so eine Folge rum ist, aber egal. Nichtsdestotrotz, ich danke euch wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich sehr gerne über ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Dann bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.